Der Vorwurf der Vergewaltigung steht weiter im Raum. Einmal mehr will Sängerin Melissa Schumann gegen Backstreet Boys Star Nick Carter vor Gericht ziehen. Ihre Anschuldigung, Carter habe sie im Jahr 2002 zunächst zu Oral- und danach zu Geschlechtsverkehr gezwungen. Sie war damals 18 und er 22 Jahre alt. Diese Vorwürfe führte Schumann bereits vor rund 5 Jahren an. Damals beschloss die Staatsanwaltschaft von Los Angeles jedoch, keine offizielle Anklage gegen Carter zu erheben. Der Grund, der Vorfall sei verjährt. Nun habe jedoch eine Gesetzesänderung diesbezüglich erneut die Möglichkeit eröffnet, dass die Sängerin juristisch gegen Carter vorgehen kann, wie etwa TMZ schreibt. Durch diese Änderung, so die angebliche Argumentation von Schumanns Rechtsbeistand, dürfe der Vorwurf erneut zur Anklage gebracht werden. Carters Anwältin, Liane Kavakayam, sieht hinter der Klage einen PR-Stand.